So, hier hat sich Eder vor 20 Jahren auch jetzt hier den Finger eingeklemmt. Nein, nicht vor 20 Jahren, ich bin doch schon 36. Leute, herzlich willkommen auf dem Channel. Ich begrüße euch natürlich immer wie immer, ja, recht herzlich. Wir befinden uns hier im Erzgebirge. Der Grund dafür ist Einschulung von Luis, vom Neffen, von der Ela, beziehungsweise ja, von ihrem Bruder, dessen Sohn, ja, der Luis. Der hatte Einschulung gehabt, da waren wir jetzt über das Wochenende, waren hier im Erzgebirge und machen heute am anderen Tag mal einen kleinen Ausflug. Geht nämlich dahin, wo der Ela mal zu Hause war. Jetzt gucken wir uns alles an und wir befinden uns jetzt hier an so einem Stausee und den zeige ich euch jetzt mal. Bis gleich. Die ganzen Banditen, Ela. Ja, so und zeige euch mal hier mal ein bisschen was. Die Sonne auch ein bisschen komisch ein. Also man sieht da trotzdem was. Das ist die Trinkwassertalsperre Eibenstock. Ja, die Bauzeit war von 1978 bis 1984 haben sie das hier errichtet. Ja, so sieht's aus und da hinten sieht's auch wieder aus. So machen wir jetzt nochmal den Rundblick und dann geht's hier weiter. Unsere Erkundungstour zur Elas Heimat. So, und hier sind wir angekommen, Elas Heimat. Fragt mich, wir sind hier in Lengenfeld. Und ja, da waren wir vorhin gewesen. Eda hat schon so viel erzählt, was da war und was da ist da hinten. Da ganz, ganz vorne ist eine Post. Das war früher auch eine Post, ist eigentlich heute auch noch eine Post. Und hier, liebe Leute, ist ein Markt. Wo der Eda gesagt hatte, das war mal früher, sah der besser aus. Und da hinten da oder was, da hat sie wohl mal ein Foto gemacht gehabt mit ihrem Bruder und alle Michi. Und da haben sie hier standen und mit dem Kinderwagen und das ist nicht alles. Ja, davon gibt es noch ein Bild. Und da hinten ist ein Brunnen. Da gehen wir jetzt mal hin. So, hier hat sich Eder vor 20 Jahren auch jetzt hier den Finger eingeklemmt. Nein, nicht vor 20 Jahren, ich bin doch schon 36. Nein, vielleicht vor 30 Jahren. Ja, auf ja das kann sein. Mit 6 Jahren ungefähr hast du dir ja da den, genau wie jetzt, hast du den Finger. Hast du ja auch eben gerade den Finger da eingeklemmt. Ja. Komisch, wie das so kommt, dass ja man sich auch. Da musstest du voll meinen Nagel zurückschneiden. Ja, und da vorne war gewesen, wo da hinten ist, da was ist das? Ist deine was? Kinderärztin. Und das hier ist mein Schulweg gewesen. Der Schulweg. Ja, komm, und was hat da Didi hier von? Ist das der von früher? Den kennst du noch von früher, der Kombi? Ihr habt den früher auch vor? Ja, das gab's bei uns schon. Das ist wahrscheinlich auch noch von früher. Guck mal, wie alt der Kombi ist. Wo der Eder hier ein Bild davon macht, mag man ein kleines Video schön. Ne? Hier haben wir einen schönen, das ist der Kirchplatz. Kennt der Ela von früher eigentlich auch noch, war die ja Kirche ja nun auch, die uns eine Zeit anzeigt von uns war, wie spät haben wir, 11:45. Und da ist der, na, du gehst ja jetzt erstmal hier rein, ne? Na dann mach mal los, mach mal hin hier, bevor das Filmchen hier vorbei ist. Nun mach mal hin, geh mal rein. Zack, zack. Oh, ist kalt. Ist ja krass mit der Kirche, oh, wa? So, dann wollen wir mal gucken, ob wir da reinkommen. Sieht fast so aus, als ob wir da reinkommen. Oh, ja, so ist das. Ja, ist gut. Ela denkt jetzt, ich mache ein Foto, dabei mache ich ein Video. Gut. Wo sind wir denn hier, Ela? Heidespüle. Aha, wie heißt der Ort? Lengenfeld immer noch. Ja, schön. Hallo. Winke, winke, winke. Ja, Jedi, wo ist denn Jedi?
JD, machst du mal winke, winke? Was hast denn du da in der Hand, JD? Der hat nämlich ein Neues Testament in der Hand.